Sanfte Grüße an alle Zuschauer des jetzigen Trade Live Trading TVs hier am heutigen Nachmittag, dem 26. Februar. Es grüßt wieder Christian Kimmerer. Wir wollen abschließend zum heutigen Tag auf den Goldpreis schauen, der sich hier nach einer, wir schauen mal kurz auf den Intraday-Chart, sehr, sehr imposanten Bewegung über die Morgenstunden hinaus bis hier zum Vormittag praktisch hier 10, 11 Uhr. Vor der Mittagszeit noch wurden hier markante Hochs ausgebildet und das auch hier knapp von der Marke von 1.220 Dollar. Wir sehen im Anschluss da eine sehr, sehr scharfe Korrekturbewegung nach unten und das nicht ganz von ungefähr. Hinweis dazu, wir hatten hier heute Mittag auf GoldmarkTrader um 12.07 Uhr, kurz nach 12, eben hier schon eine Analyse gepostet mit der möglichen Tendenz, dass wenn wir hier unterhalb von 1.223 bleiben, hier blau der favorisierte Tendenz, weil es dann doch wieder in Richtung neuer Verlaufstiefs gehen könnte, Schrägstrich der jüngsten Zwischentiefs. Und die Situation wollen wir uns eben jetzt hier mal genauer anschauen. Wir haben hier diesen Live-Chart von heute Mittag, den wir jetzt mal groß machen. Und da sehen wir hier diese Tageskerze, die imposant hier daherkam in Richtung 1220, jetzt hier wieder abverkauft wird, in einer Art Shooting-Star sich hier aktuell zeigt. Also die Hochs wurden nicht gehalten, der Markt kommt wieder zurück. Und die generelle Tendenz ist nunmehr nach wie vor die, dass wir unterhalb dieses jetzt hervorgehobenen Abwärtstrend oder dieser Abwärtstrendlinie, dieses Abwärtstrendkanals hier weiter in Richtung hier rund 1190/1170 US-Dollar fallen könnte. Zu diesen Rahmenbedingungen passt auch die bekannte Saisonalität. Die sehen Sie wieder hier mit Vorausschau auf die nächsten 20 Tage. Der März, Schrägstrich hier, die letzten Februartage, das ist ja praktisch nur noch morgen, ist hier von der fallenden Tendenz bestimmt. Also man darf davon ausgehen, dass hier auch saisonaler Druck auf den Goldpreis lasten dürfte. Und dieser wird hier charttechnisch jetzt untermauert mit der jüngsten Aufgabe des Niveaus um 1223 eben, hier mit dieser Kerze am 17.02. Da wurde auch schon publiziert und veröffentlicht, dass es sich hier um ein Verkaufssignal handelt. Es ging auch die Tage darauf direkt weiter runter. Heute hier so ein Erholungsimpuls innerhalb dieser laufenden Abwärtsbewegung. Wird, wie gesagt, vom Tageshoch aktuell abverkauft und es spricht viel dafür, dass die Tendenz weiter fallend sein dürfte. Die kommenden Tage, Schrägstrich insbesondere morgen, heute haben wir einen schwachen Tag gesehen, beziehungsweise der Tag kommt positiv daher, aber rein statistisch ein schwacher Tag. Auch morgen hier ein schwacher Tag, wenn Sie hier die letzten 52 Wochen anschauen, kommt Gold so kaum aus der Sonne. Es gab allerdings im langfristigen Kontext, und daran kann ich mir auch im Jahr 2014 sehr gut erinnern, der Freitag hier im großen Bild ein ganz klar bullischer Tag. Also hier mal aufpassen, was da morgen noch passiert, hier zum Wochen-Monatsabschluss. Die Bullen könnten hier nochmal versuchen, eine Attacke Richtung 1220 zu starten, aber alles unterhalb von 1223 erscheint hier interessant für ein Short-Engagement, um eben hier die 52-Wochen-Tendenz, die generell bärisch ist, aber auch hier diese kurzfristige Abwärtsbewegungsstrecke natürlich hier weiter erfolgreich mitzunehmen. Die Bären haben hier weiterhin das Heft in der Hand, insbesondere eben mal unterhalb dieses Levels. Aufatmen könnte man natürlich, wenn der Preis diesen kurzfristigen Abwärtstrend überwindet und hier insbesondere dann das letzte Zwischenhoch und hier das markante Hoch im Bereich 1245,89 überschreitet. Hier, das wären dann diese Niveaus, wo man dann sagen könnte, okay, jetzt haben wir hier auch diese gebrochene Aufwärtstrendlinie wieder zurückerobert. Die Chancen, dass der Preis dann wieder sich in Richtung 1290, 1294 etablieren könnte, eben wenn wir uns jetzt ein Stück weit rauszoomen, in Richtung dieser Abwärtstrendlinie wären dann durchaus gegeben. Aber wie gesagt, das Bild kurzfristig durchaus angezählt beim Goldpreis und dahingehend Vorsicht. Schauen wir nochmal auf den Stundenchart. Wie gesagt, Gold hat auch heute die Daily Range schon erschöpft. Wir sind hier knapp, muss ich nochmal kurz spicken, 16,43 Dollar gelaufen. Die durchschnittliche Range ist so aktuell im Bereich um 15 Dollar zu finden. Also wirklich die Range optimal ausgeschöpft und hier exakt an diesen Tageshochs hätte man hier sogar ein Short-Engagement wagen können, rein vor dem statistischen Hintergrund. Nichtsdestotrotz jetzt Gold hier weiter im Abwärtsmodus. Jetzt sollte man erwarten, dass das Gold seitwärts oszilliert und dann morgen, und dann nehmen wir jetzt mal den Stundenchart noch final unter die Lupe. Auch im Zuge dessen, dass wir hier diese Aufwärtstrendlinie gebrochen haben, sollte Gold hier final weiter seitwärts fallen und dann morgen hier, insbesondere wenn wir die Marke von 1200 Dollar unterbieten, weiter fallen. Ansonsten, wie gesagt, im Sinne der langfristig positiven Wochentagstendenz, wer weiß, ob die Bulls nicht doch nochmal versuchen, hier 1220 anzulaufen. Das wäre dann gegebenenfalls zum Monat
Abschluss nochmals eine kleine Short Chance. Gut, liebe Zuschauer, das soll es auch schon gewesen sein für den Goldpreis bzw. für die Beschau der Märkte am heutigen Tag. Morgen, am letzten Handelstag, wie gesagt, im Monat Februar, wollen wir uns dann wieder den Indizes zuwenden, die sich ja aktuell relativ uneins zeigen. Also hier weiterhin eine relativ unklare Tendenz, wenngleich Technologiewerte wieder gefragt sind. Aber dazu morgen mehr. Jetzt erstmal an dieser Stelle Ihnen einen schönen Feierabend und ich hoffe, bis morgen an dieser Stelle. Beste Grüße, Ihr